In Nordrhein-Westfalen gab es 2015 über 60.000 Einbrüche. Auch heute erreicht den Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und die Polizeikommissarin Katja Wolf einen Notruf aufgrund eines Einbruchs. Noch ahnen die Beamten nicht, dass die Wohnung des geschädigten Paares bewusst gewählt wurde. 1328 für Egon. 1328 hört. In der Petnerstraße 7 meldet eine Bewohnerin, die Frau Kleis, dass vermutlich ein Einbrecher oder zwei in ihrer Wohnung sehen. Fahrt mal vorbei. Ja, 1328 verstanden, sind unterwegs. Die Polizei rät, jegliche Art der Konfrontation mit einem Täter zu vermeiden und stattdessen sofort einen Notruf abzugeben. Auch einschließen sollte man die Einbrecher nicht. Sind Sie die Melderin? Ja, ich bin Frau Kleis. Die ist schlüssig, ich habe die eingesperrt. Alles klar. Einfach die Treppe hoch. Ja, gehen wir mal nach oben. Da ist jemand drin. Schauen Sie. Warten Sie bitte unten, ja? Können Sie uns sagen, wie viele Personen Sie gesehen haben? Eine, okay. Die Melderin wusste nicht, ob der Täter bewaffnet ist. Für die Beamten hat die Eigensicherung daher oberste Priorität. Hey, 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 hey! Paul! Ja. Paul! Ja! Runter, runter, die sind unten abgehauen! Katja Wolf kann zwei Täter ausmachen. Eine bereits angeforderte Streife erreicht genau im richtigen Augenblick den Einsatzort. Ja, ist gut. Hallo. Richtig hin. Nachdem der Einsatz als Täter vor Ort reinkam, hat die Leitstelle glücklicherweise auch direkt schon Verstärkungen für uns angefordert. Und die waren auch ja, wirklich zum Glück sehr, sehr schnell vor Ort. Denn so konnten wir dann die beiden flüchtenden Täter schnell dingfest machen. Was soll das hier? Halt den Rand. Die Beamten durchsuchen die Täter nach Diebesgut und stellen ein Laptop und ein Handy sicher. Der Computer wird in ihren Ermittlungen noch eine zentrale Rolle spielen. Sie hören von uns noch, Sie kriegen noch eine Vorladung? Ja, aber... Ne, für eine Vernehmung. Ja, aber ich weiß nicht... Ja, wir schauen noch mal in Ihrer Wohnung nach. Das waren auch die zwei Personen, die Sie gesehen haben, ja? Andere haben Sie nicht beobachtet. Nein, 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 nein. Sie sind aber unbeschadet geblieben. Ja, mach das mal rein. So, gehen wir noch mal auf. Ja, gut. Nachdem wir die beiden Tatverdächtigen festgenommen haben, sind wir mit der Frau Kleist noch mal gemeinsam in die Wohnung zurückgegangen. Sie konnte uns schon sagen, dass der Laptop, den der Tatverdächtige bei sich trug, der Laptop von ihrem Mann ist. Und wir wollten uns dann eben in der Wohnung noch mal vergewissern, ob noch weitere Gegenstände oder Wertsachen fehlen. Das ist Ihre Schmuckkiste, ja? Ja, es ist alles noch da. Alles noch drin? Es ist nichts weggekommen. Nein, alles okay. Ist noch da. Okay. Oh, Gott sei Dank. Haben Sie noch woanders Wertgegenstände? Nein, nein, nein. Was ist da mit dem ganzen Bargeld? Ja. Bitte liegen lassen. Ja? Mein Mann, der hat einen Gebrauchtwagen verkauft, ist das Geld, das haben wir noch nicht zur Bank gebracht. Was für uns jetzt natürlich ja, sehr verdächtig und sehr komisch ist, ist, dass ein Laptop, der eigentlich als gebrauchter Artikel nicht mehr viel Wert hat, dass der verschwunden ist und solche Gegenstände, die sich eigentlich gut und schnell zu Geld machen lassen, wie beispielsweise Schmuck oder auch Bargeld direkt, dass das liegen geblieben ist. Das ist also was, was uns jetzt verwundert. Kann ich nicht mitkommen jetzt auf die Dienststelle? Also wir können Sie jetzt nicht mitnehmen. Ja, wir haben jetzt natürlich die beiden anderen Personen schon im Streifenwagen. Wir können Sie nicht mitnehmen. Wenn Sie möchten, können Sie sich natürlich dann selber auf den Weg zur Wache machen. Ja, okay. Ich zur nächsten Polizeidienststelle, können da das Ganze schon mal zu Protokoll geben. Ja, weil ich würde das gerne. Das steht Ihnen natürlich frei. Ja. Ja. Das können Sie gerne machen. Allerdings dann ja, auf eigene Kappe sozusagen, ne? Weil wir natürlich Sie nicht mitnehmen können im Moment. Die Beamten vermuten, dass die Täter an Dateien auf dem Laptop gelangen wollten. Das Gerät wird deshalb noch kriminaltechnisch untersucht. Vor Ort wird zunächst nach Spuren geforscht. Also was ich beobachten konnte, sind die Täter auf jeden Fall hier rüber geflohen. Ob sie auch hier eingestiegen sind, das würde natürlich naheliegen. Die Leiter war oben an das Fenster dran gelehnt. Ja, und was ich noch sehen konnte, ist, dass sie die Leiter weggezogen haben und dann halt eben versucht haben abzuhauen. Der genaue Hergang, der wird sich jetzt im weiteren Verfahren noch klären lassen müssen. Alles klar. Hier sind zumindest keine Gegenstände mehr. Du musst die Kripo raus und musst das euch sicherstellen und abtransportieren lassen. Hast du den Kollegen Bescheid gesagt, dass die rauskommen? Okay. Die Täter werden auf der Wache noch erkennungsdienstlich erfasst und von der Kriminalpolizei vernommen. Bora Aksu befragt die Geschädigte. Das sichergestellte Handy gehört offenbar dem Täter Kai Gürtler.
Der Kriminaloberkommissar hat darauf eine verdächtige SMS gefunden, die zur Tatzeit abgeschickt wurde. Und das ist nicht Ihr Handy, Frau Kleist? Nein, nein, das ist nicht mein Handy. Okay, von ihm stammt jetzt nur das Laptop von da oben. Ja, richtig, genau. Das ist von meinem Mann. Und okay, das ist weil wir haben hier was ganz Eigenartiges gefunden. Da muss ich mal mit dem Herrn Gürtler drüber sprechen. Okay, okay, vielen Dank. Machen Sie die Vernehmung so lange weiter. Danke. Frau Kleist hat ausgesagt, dass das Handy nicht ihr gehört. Also müsste das Handy wohl von einem der beiden Täter gewesen sein. Wir haben auf dem Handy eine SMS gefunden, die aus einer Uhrzeit und einer Zahlenkombination bestand. Die konnte ich nicht so richtig zuordnen. Und den Herrn Gürtler wollte ich dann halt dazu mal befragen. Und wen haben wir denn da? Ah ja, Herr Gürtler. So ganz unbekannt sind Sie ja nicht, ne? Diebstahl, Einbruch, Körperverletzung, Ladendiebstahl. Ja. Von Ihrem Gefängnisaufenthalt mal abgesehen. Ist alles ja noch ein bisschen älter, ne? Ist ja schon länger her. Ja. Ich habe hier so ein Handy in der Hand. Ja, das ist mein Telefon. Das ist Ihr. Gut. Ja. Jo, haben wir ja mit sichergestellt. Und da habe ich eine ganz interessante SMS an eine unbekannte Nummer geschickt. 17 Uhr und so ein paar Zahlen. Ja, das ist. Ich habe ein Date mit meiner Perle, ne? 17 Uhr, das ist alles, finde ich, ganz legitim, oder nicht? Ja, und was bedeuten diese Zahlen? Ah, das ist nur so ein Code, ja. Da machen wir immer so einen Zahlencode einfach für uns so ein bisschen. Mit Ihrer Perle? Ja, sicher, natürlich. Und die Nummer haben Sie nicht gespeichert in Ihrem Telefon? Ich kann doch nicht so viele Nummern am Telefon speichern, was denken Sie denn? Achso, die merken Sie sich dann? Ja, klar, die weiß ich im Kopf. Sagen Sie uns mal, was es mit diesen Zahlen hier auf sich hat, Herr Gürtler. Das ist ein Code mit meiner Freundin und für mich, das ist so ein Beziehungscode. Da coden wir uns und dann weiß jeder, was los ist. Dann weiß jeder, was los ist. Der Laptop wurde untersucht. Kriminaloberkommissar Manuel Wenner hat ermittelt, dass eine Datei zu dem Zeitpunkt geöffnet wurde, als auch die SMS vom Handy des Täters abging. Für die Ermittler kein Zufall. Hast du mal nachgeschaut, was diese Punkte hier sind? Ja, das sind alles Banken. Das sind alles Banken? Banken. Ist mir nichts von bekannt. Besser, Sie sprechen jetzt mit uns. Ja, eine nach der anderen. Nee, da habe ich nichts mit zu tun. Keine Ahnung, das muss die Frau gewesen sein. Ich bin den weggenommen. Schließlich ist das ja mein Laptop. Ich habe das aber nicht aufgemacht. Das ist nicht Ihr Laptop, ja? Das ist mein Laptop. Das ist Ihr Laptop? Ja, 100%. Das haben Sie aus der Wohnung entwendet, wo Sie eingebrochen sind? Ja, Junge, damals hat mir das vor ein paar Tagen hat mir das entwendet. Wir waren draußen beim Sport, ich habe eine mitgehabt, um ein bisschen Musik zu hören, und dann hat sie mir das Ding geklaut. So, stopp, Herr Gürtler. Das ist der Laptop von dem Ehemann von Frau Kleist. Und diese Öffnung ist gemacht worden in dem Moment, wo Sie in der Wohnung waren. Erzählen Sie uns hier nichts. Nein, nein, das kann nicht sein. Was heißt, kann nicht sein? Das ist mein Laptop. Das ist hundertprozentig mein Laptop. Hier kommt so nicht weiter. Hier kommen wir nicht weiter. Nehmen wir mal mit. Jo. Wir gehen mal die Frau Kleist fragen. Ja. Machst du lange hier weiter? Die Beamten haben eine erste Vermutung. Sie nehmen an, dass der Täter einen Bankraub plant und die SMS mit dem rätselhaften Zahlencode an einen Komplizen gesendet hat. Sie befragen die Geschädigte zur Datei. Können Sie uns was dazu sagen? Ja. Sind hier einige Punkte? Das ist ganz normal die Strecke, der Arbeitsweg von meinem Mann, also der Plan, den er fährt mit seinem Geldtransporter. Wie, Moment. Geldtransporter? Ihr Mann hat einen Geldtransporter? Ja. Er fährt einen? Ja, er hat sich ja selbstständig gemacht und fährt, ja, das ist seine Strecke, die er mal fährt. Also der hat das Unternehmen gerade. Können Sie Ihren Mann erreichen? Ich kann es mal versuchen, ja, natürlich. Also das sind definitiv alles Banken, also das kann nicht kommen. Ist das jetzt der aktuelle Standort oder was? Nein, ist das war mal der Standort in dem Moment, wo es eingeschaltet wurde, und der ist gekennzeichnet. Okay. Also komisch, er hat das Handy ausgeschaltet. Ist ausgeschaltet? Ja. Ich kann ihn nicht erreichen. Bora Aksu ist klar, dass die Route des Geldtransporters im Zusammenhang mit der SMS des Täters stehen muss. Dem erfahrenen Kriminaloberkommissar kommt schließlich ein furchtbarer Verdacht. Das sind doch Koordinaten. Was? Das müsste ungefähr jetzt. Die wollen den Geldtransporter überfallen. Was? Die wollen in 20 Minuten noch nicht mal. Um 17 Uhr? Was? Das kann nicht wahr sein. Ich brauche meinen Mann umbringen. Bleiben Sie hier. Wir kümmern uns darum. Bleiben Sie hier. Mann, wir kommen, wir müssen los. Wir müssen uns. Paul, pass auf. Die Koordinaten. Wir brauchen dort einen Hubschrauber mindestens. Versuch mal, ob du einen MEK erreichen kannst. Da ist ein Geldtransporter hin unterwegs. Der wird vermutlich mit hoher Wahrscheinlichkeit überfallen. Ja, kümmere dich drum. Der Ehemann der Frau wird von einem Sicherheitsmann begleitet. Die beiden Männer müssen gewarnt und geschützt werden. Das gibt's doch gar nicht. Das schaffen wir niemals. Nein, wir nicht, aber die hier. In Begleitung mehrerer Streifenwagen fahren die Ermittler den Geldtransporter an. Eine Straßensperre zu errichten ist in der Kürze der Zeit unmöglich. Deshalb haben die Kripo-Beamten den Hubschrauber und ein Sondereinsatzkommando alarmiert.
Die Kollegen in der Luft sind im ständigen Funkkontakt mit Bora Aksu und Manuel Wenner. Die Ermittler befürchten, dass sich die Komplizen des Täters schon ganz in der Nähe des Zielobjekts befinden. Der Geldtransporter biegt jetzt in die Bachstraße ab, Richtung Trabrennbahn. Könnt ihr irgendwie auf euch aufmerksam machen? Wir sind in einer Minute an der Rennbahn. Der Geldtransporter hat jetzt die angegebenen Koordinaten an der Trabrennbahn erreicht. Ein weiteres Fahrzeug stellt sich ihm in den Weg. Bleibt dran, wir sind sofort da. Der Fahrer vom Geldtransporter steigt aus. Die Täter bringen etwas an der hinteren Tür vom Geldtransporter an. Sie sprengen die Tür auf. Ein Täter hat den Fahrer niedergeschlagen. Alles klar, verstanden. Wir bleiben über Ihnen. Wir sind sofort da. Pass auf, das Hallo. Sind die Flüchten. Fahr hinterher. Fahr Was ist das denn? Der Schwarze, ne? Schwarze Audi, die flüchten schon. Ich habe ungefähr 3 Täter. Wir fahren rechts rum. Ich hätte quer über den ganzen Platz. Da hat er doch überhaupt keine Chance. Ah, da oben will er vielleicht raus. Ah, sehr gut. Den haben wir. Den haben wir. Ich gehe am besten hinter ihn. Bei der Überführung der 3 Täter ist höchste Vorsicht geboten. Sie sind bewaffnet. So wie die Gangster vorgegangen sind, sind das keine einfachen Täter, sondern professionelle Täter mit Sprengladungen, mit großen Waffen sogar. Und die haben die auch eingesetzt. Also das sind schon Profis. Die Täter werden festgesetzt und auf die Wache abgeführt. Im Anschluss daran wollen sich die Kriminaloberkommissare sofort um den überfallenen Fahrer und dessen Kollegen kümmern. Habt ihr gesehen, wie es in den Kreis geht drüben, oder? Da war einer dabei, der sagt, es wäre alles in Ordnung, wir sollen weiterfahren. Ja. Wir sind hier gerollt. Ja. Wir sollen die mal zur Wache fahren. Wir fahren mal rüber, ja. Alles okay bei euch? Ja. Ist alles gut, ja. Oh, okay. Kommt mit rüber, wenn ihr wollt. So, dann müssen wir noch mal. Gut, also hier sind die Geldkassetten drin. Okay. Okay. Fahren wir mal rüber. Dann müssen wir noch mal zu den Kleinen zum Geldtransporter, ne? Ja. Die Rettungskräfte versorgen die Männer bereits. Dem Sicherheitsmann geht es gut, aber der Fahrer ist mit einer Waffe niedergeschlagen worden und bewusstlos zusammengesackt. Die Schutzpolizisten haben seine Ehefrau bereits informiert. Er kommt jetzt auch gerade wieder zu sich. Was ist passiert? Woher wussten die das? Woher wussten die die Route? Herr Kleis. Gut, die Täter, die waren wahrscheinlich bei Ihnen zu Hause und haben ihren Laptop ausgespäht. Daher haben sie auch ihre Route gefunden. Das gibt's doch nicht. Können Sie sich vorstellen, wer das gewesen sein könnte? Ich habe keine Ahnung. Ist das Geld weg? Nee, wir haben alles sichergestellt. Alles gut. Wir haben alles sichergestellt. Wir haben leider den Überfall selbst nicht mehr verhindern können, was ja unser erstes Ziel war. Aber insgesamt muss man sagen, ist der Einsatz sehr gut gelaufen. Insbesondere auch durch die Unterstützung der Schutzpolizei, die da sehr massiv aufgetreten ist und gut gehandelt hat. Und wir haben auch das Diebesgut sichergestellt. Na, und was sagst du dazu? Wir haben auf jeden Fall einiges gebastelt, um das Ding aufzukriegen. Ja. Aber erfolgreich. Der Wagen ist leer. Und dann ist hier genau drunter befestigt. Ja. Das haben sie auf jeden Fall vorher ausbaldowert. Da kommst du nicht in 5 Minuten drauf. Nee, die wussten schon, was sie tun. Spusi ist unterwegs.
ist unterwegs. Ja, alles ja. klar. Gut. Ja. Gut. Ja. Dann bringen okay. wir die Jungs mal nach Hause und befragen sie mal zu dem Ganzen. Wie sich später herausstellte, war einer der Täter ein ehemaliger Angestellter von Herrn Kleist. Und der wusste, dass diese Routen in dem Laptop zu finden sind. Gut. Na denn. Dann fahren wir rein, ne? Die Täter werden dem Haftrichter vorgeführt. Der Einbrecher und seine Mittäterin müssen sich wegen Beihilfe zum Raub, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Einbruchs verantworten. Der Fahrer ist schon bald wieder wohlauf.